Dann machen wir noch das mit Material. Wood. Wood Arrows. Was mir gerade so einfällt, er könnte theoretisch ja auch Stein-Arrows haben. Kann ich die irgendwie extra wählen? Der Rest ist alles vorhin. Also ist gut, dass das Vorhin-Zeug einfach unten angezeigt wird. Gut, das heißt, ich brauche das Material. Also ja, wir können ja angeblich einen Haufen Bronze. Ist Stein hier nirgends darunter? Rostiges Eisen. Also ja, ich gebe ihm gerade seine Ausrüstung fürs Militär, dass die nicht mehr einfach so rumliegt, sondern dass er sich die einfach mal holt. Wooden? Steel Oak, Plastic Fire, Stockwood. Und soweit ich weiß, kann er sich Stein. Also Steinpfeile machen. Aber ich weiß nicht, worunter die jetzt fallen. Ich hoffe jetzt einfach mal dadurch, dass ich gesagt habe, Metallpfeile, also die Eisenpfeile, die wir da haben, die Kupferpfeile, dass die nur für den Kampf gebraucht werden. Okay, dann lassen wir das mal so. Also Supplies, Ammunition ist alles fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier Name Squad Equip. Oder müssen wir das Uniforms machen? Uniforms. Delete Uniform, Name Uniform. Ne, das müssen wir wahrscheinlich unter Equip machen. Genau. Es ist Sign Uniforms. So. Ah, jetzt geht das mit den Pfeiltasten. So. Das heißt, wenn ich jetzt ins Military gucke und unter Equipment gehe, ja, dann ist ihm die richtige Uniform zugewiesen. Sehr schön. Metal Handwear und Metal Footwear. Habe ich das so eingestellt in der Uniform? Ja, habe ich aus Versehen so eingestellt. Material, groß M. Nee, ich wollte hier Leder und hier auch Leder erst einmal. Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, wie wir ans Leder kommen sollen. Und unser Hawk wurde tot gefunden. Was sagen die Nachrichten zurzeit? Naja, mit der Natur ist er eins geworden. Bins müssten wir ja jetzt hergestellt haben. Was ist denn das hier eigentlich? Bismutit Bronze Battle Axe. Ah ja, cool. Das heißt, theoretisch könnten wir diese Battle Axe einschmelzen, die Bismut Bronze, und uns daraus Rüstung schmieden. Ja, das wäre auch eine Idee, eine Möglichkeit. Wie sieht unser Sundial aus? Ist das fertig? Needs any labor. Okay, er verbrennt weiter Kohle. Es hat wieder angefangen zu regnen. Ja gut, hätte ich das mit dem Sandia gewusst, dann hätte ich das schneller gebaut. Wie sieht's hier drin aus? T. Es sind noch ein paar Loks hier drin, die kann er zu Planken cutten, hoffe ich mal. Wenn er sie nicht verbrennt, alle. Ist noch die ganze Munition und alles drin, aber das holt er sich wahrscheinlich bei Bedarf, hoffe ich mal.
Wenn nicht, gebe ich einfach mal mit dem. Ach ja, und die Steine sollte ich wegnehmen. Ist eine bessere Idee. Disable. So, die Tisch und Stuhl stehen. Also kann ich hier eigentlich Make Throne Room Study draus machen. Und ihm zuweisen. Und kann auch Dining Room draus machen und ihm zuweisen. So. Jetzt hat er das wenigstens seine kleine Hütte für alles. Sozusagen. Mann, ich hätte vielleicht hier eins mehr Platz lassen sollen, um den Hausschrein hinzubauen. In dem er hätte beten können. Aber ich glaube, er betet lieber im Naturschrein. Zum Naturgott. Der Hausschrein ist, um zu anderen Göttern zu beten gewesen. Um ihre Gunst zu erlangen. Ah, einige Fässer sollten wir auch herstellen und die da mal was brauen lassen. Fässer war V. Dann lassen wir ihn drei Fässer herstellen. Da kann er ein paar Beeren verbrauen. Ah, wurden Ofen. Der ist fertig mit Charcoal machen. Ja, sehr schön. Er macht jetzt die Särge, wenigstens die ersten sechs, dass wir die ersten sechs Zwerge oder halt Halluzinationen beerdigen können. Bevor die uns gefährlich werden können, weil die können uns umbringen. Das steht im Handbuch so drin. Also, dass die hier uns umbringen können. Und wir brauchen 15 Särge insgesamt. Das heißt, das ist das nächste, worum wir uns in diesem Jahr noch kümmern sollten, solange es Winter ist. Ist doch noch Winter, oder? Ah, können wir jetzt gerade leider. Doch, können wir. Winter is coming, genau. Ah, Sandial ist fertig. Add new task. Controls Calendar Speed. Days seem to go slow. Machen wir das mal so. Dass die Tage langsamer vergehen. Also, ich hoffe mal, dass da nicht das Spiel langsamer wird, sondern nur die Tage selber. Das heißt, dass wir mehr Zeit pro Jahr haben, weil wir stehen wirklich unter Zeitdruck. Ab dem dritten Jahr kommen nämlich, oder nach drei Jahren insgesamt, kommen nämlich Feinde. No job. Hätte ich jetzt auch ein bisschen komisch gefunden. So, hier ist wahrscheinlich immer noch alles drin, ja. Aber hier sieht es dafür langsam gut aus. So, macht er jetzt gerade noch neue. Ja, er ist fertig mit den. Stoneware Coffins. Das heißt, ich könnte sie schon mal hier reinsetzen. Build Burial Receptacle. So. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Noch ein. Und jetzt kann ich gerade nur 5, weil er einen gerade einlagern will. Okay. Ach so. So, ich sollte die Pause rausmachen. Was sagen denn unsere Stocks? Immer noch überall Fragezeichen dahinter, ja. Das heißt, ich gehe mal in den Noble Screen Settings und lasse ihn mal kurz alles durchzählen, was wir haben.
Was schleppt er denn da runter eigentlich? Und wo schleppt das hin, frage ich mich gerade. Ach, er macht Barrels, okay. So, er baut da den Sarg hin. B. Allow Paths of No. Okay. Gut. Genau, hier wird jetzt eine Halluzination reingepackt. Und ich hoffe mal, es ist eine von den Halluzinationen. Oh, der tut gerade Stockpile Records updaten. Sehr gut. Das heißt, wir können jetzt mal kurz in unsere Stocks gucken. Und hey, jetzt ist alles hier richtig, wie es gehört. Plants, Strawberries, Cheese, Seeds, Tree-Acorn. Das wird wahrscheinlich der sein, den wir gerade angepflanzt haben. Weapons, Kop Bismutit und Kobalt. Ammunition ist klar, Armor. Das ist das, was er gerade so trägt. Schuhe, Bronze-Buckler, Backpacks, Quivers. Was mich interessiert, sind eher solche Sachen wie die Coffins zum Beispiel, ja. Cloth. Loks haben wir nur noch. Also die rote Zahl gibt die Sachen an, die verbaut sind oder irgendwo rumliegen, wo wir sie nicht benutzen können. Die weiße Zahl gibt an, was wir benutzen können. Also würde ich mal sagen, Woodlocks sind die, die wir verbaut haben. Also für, ich glaube, ich weiß gar nicht, für was wir die gebraucht haben. Aber zum Beispiel Smooth Locks, das sind die, die uns noch zur Verfügung stehen. Rough Gems. Shale. Ach so, das Shale sind Gems. Blocks. Smoothwooden Planks. Ja, die sind verbaut. Als Mauern hauptsächlich. Chains ist ein Silk Rope. Boxes sind Bags. Ja, Leather Bags. Bins haben wir 3 Stück gemacht. Barrels haben wir auch ein paar. Eine Flasche. Small Rock? Nee, das sind Remains. Naja. Slabs. Ja, also wir haben insgesamt nur 6 Särge bis jetzt hergestellt, wenn ich das richtig sehe. Wo waren die Coffins nochmal? Coffins, genau. Ja, ich habe also doch nicht alle 13 schon in Auftrag gegeben, nur 6. Macht nichts, die restlichen machen wir dann aus Stein. Die restlichen 9. So, und den Noble können wir jetzt mal seine Aufgabe wieder wegnehmen. Auf Lowest Position. Hat er sich schon an der Zeit versucht? Ja, hat er. Wir sehen das aber nicht zufällig, oder? Nein. Also muss man das einfach nach Gefühl machen. Okay. Jetzt lassen wir mal die Särge aufstellen. Ah ja, der letzte steht jetzt auch irgendwo rum, wo wir ihn benutzen können. Sehr gut. So. So viele Särge brauchen wir ja zum Glück nicht. Es kommen ja nur die. Also nochmal zur Erklärung. Es ist Dwarf Fortress Code hart einprogrammiert, dass die ersten beiden Migrantenwellen festkommen. Nur halt mit zufälliger Anzahl an Zwergen und so. Und
Ja, das konnte eben nicht rausgenommen werden. Das konnte der Programmierer des Masterwork-Botpacks nicht rausnehmen. Deswegen hat er einfach, und auch die zusätzlichen sechs Zwerge, die mit denen man startet, die konnte er leider.